Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin-Tutorial-Reihe. Heute geht es um Softforks. Softforks können tatsächlich nicht nur bei Bitcoin auftreten, sondern bei eigentlich so ziemlich allem, was eine Blockchain benutzt. Das heißt, wir sind jetzt wieder mal bei einem relativ allgemeinen Video. Und es ist aber trotzdem sehr speziell, deswegen es ist wirklich ein Problem, was bei Blockchain auftritt. Das heißt, wenn eine Technologie die Blockchain benutzt und es wird gemeint, dann kann so ein Softfork tatsächlich auftreten. Okay, was ist ein Softfork? Jetzt denken viele vielleicht an Bitcoin Gold oder Bitcoin Cash. Nein, das ist ein Hardfork. Die behandeln wir vielleicht noch etwas später. Aber jetzt geht es um Softforks und die entstehen beim Mining. Wie kann sowas passieren? Gut, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir Block 1337 fertig haben. Das heißt, wir sind relativ früh auf der Blockchain noch. Und das Target ist relativ hoch. Das heißt, wir müssen jetzt nicht uns so arg anstrengen, um hier einen neuen Block zu finden. Trotzdem soll circa alle, oder ziemlich genau eigentlich, alle 10 Minuten ein neuer Block erstellt werden. Das heißt, Block 1338 ist jetzt 10 Minuten, nachdem Block 1337 erstellt wurde, erwartet. Und was bedeutet das für die Miner? Die Miner berechnen einfach die ganze Zeit, wie verrückt, irgendwelche Hashwerte. Und jetzt kann es mal vorkommen, dass fast zeitgleich zwei Miner einen gültigen Hashwert finden. Das heißt, zwei Miner erstellen unabhängig voneinander einen gültigen Block. Das kann vorkommen und das kommt auch öfters mal vor. Das kommt auch heute noch öfters mal vor. Und zwar passiert dann einfach Folgendes. Beide broadcasten im P2P-Netz einen Block. Das heißt, sie sagen, hey, ich habe hier was gefunden, das sind die Transaktionen drin, so sieht der Hash aus und das Netz sagt, ja klar, alles okay, alles stimmt, nehmen wir an. So, und dann gibt es aber zwei gültige Blöcke, nämlich 1338 vom ersten Miner und 1338 vom zweiten Miner. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir nicht mehr eine Blockchain, sondern irgendwie einen Blockgrafen und das ist nicht unbedingt das, was man haben möchte. Naja, was man jetzt macht ist, die Leute, die den oberen Block zuerst bekommen haben, werden auf dem oberen Block weiter minen. Denn wenn sie den zweiten Block 1338 bekommen, dann sagen sie halt, stopp, Block 1338 habe ich schon einen, du hast den gefälscht und ich nehme den nicht an. Ist okay so, kann man so machen und muss man auch so machen oder müssen die Miner so machen. Und jeder mint jetzt somit auf seiner eigenen Unterchain weiter sozusagen und kann damit dann wiederum zwei neue Blöcke forgen, also zwei neue Blöcke erstellen. Und zwar 1339 vom ersten Block und 1339 vom zweiten Block. Das Ganze tritt aber nur auf, wenn wirklich auch die Blöcke 1339 und der zweite 1339er Block beide gleichzeitig erstellt wurden. Nehmen wir jetzt an, das war auch der Fall. Dann haben wir hier zwei Ketten. Das ist einfach tatsächlich so und das kann auch noch vorkommen. Aber dass zweimal hintereinander zwei Blöcke gleichzeitig erstellt werden und auch wirklich beide gültig sind und auch noch der eine auf der einen Kette und auch der andere auf der anderen Kette ist, die Wahrscheinlichkeit ist schon deutlich geringer. Ihr seht, das Ganze sinkt exponentiell mit der Zeit. Ich rede schon halb Englisch. Aber okay. Ja, warum muss jetzt hier, oder was machen wir jetzt weiter? Irgendwann nehmen wir einfach mal an, dass der obere mehr Glück hat. Das heißt, der Miner von, oder ein Miner auf der oberen Chain findet vor dem unteren, also vor den unteren Minern einen neuen Block, 1340. Gut, was jetzt passiert ist folgendes. Der Block 1340 wird auch gebroadcastet, ganz klar. Aber dieser Block ist jetzt, oder die Blockkette ist jetzt länger als die untere Blockkette, denn oben sind wir ja bei 1340 und unten sind wir bei 1339. Das bedeutet für die Miner von der unteren Kette, sie merken, ah okay, ist jetzt vielleicht nicht mehr die längste Kette, das bedeutet, meine Kette ist irgendwie unnötig geworden und diese Kette existiert einfach nicht mehr. Und das nennt sich dann ein Onkelblock sozusagen, denn jetzt wird dieser Block einfach, naja, fallen gelassen. Man meint jetzt auf der längsten Kette weiter und diese beiden Blöcke, die wir hier unten haben, die verfallen einfach. Die sind nicht gültig. Das heißt, es geht jetzt auf der oberen Kette weiter. Und wenn wir jetzt auf der oberen Kette weiter meinen, dann ist das eigentlich schon recht bitter für die beiden unteren Miner, denn die haben einfach zwei Blöcke erstellt und diese beiden Blöcke, die wurden niemals ausgeführt. Das bedeutet aber auch, dass die ihren Reward nicht bekommen. Der fällt einfach weg. Dieser Reward wurde nie erstellt, weil diese Kette existiert ja später gar nicht. Die beiden unteren Blöcke werden einfach weggeschmissen. Behalten wird nur der obere Teil.
Das heißt, der zweite Block 1338 und 1339, die verliert man einfach. Das heißt aber auch, dass die Transaktionen, die da drin waren, niemals ausgeführt wurden. Und da sind jetzt 20 Minuten dazwischen. Das heißt, wenn ihr eine Überweisung erwartet und ihr seht sie auf der Blockchain, dann heißt das noch lange nicht, dass diese Zahlung auch wirklich bei euch eingekommen ist. Am besten wartet man 6 Blöcke. Das ist so die Faustregel, 6 Blöcke zu warten, dann gilt eine Transaktion als enorm wahrscheinlich. Denn wenn ich jetzt 6 Blöcke lang 2 Ketten habe, die Wahrscheinlichkeit ist einfach so unfassbar gering, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass sowas noch existiert. Das heißt, man denkt sich halt, okay, es gibt jetzt nur noch eine Kette nach 6 Blöcken und vielleicht gab es zwischendrin mal ein paar Softforks, aber wenn meins jetzt noch sichtbar ist, also wenn meine Transaktion jetzt noch auf der Blockchain ist, dann bleibt sie da auch. Denn wenn ich jetzt nochmal vorne weiter anfangen würde zu meinen, also sagen wir mal, irgendjemand würde jetzt hier an dieser unteren Kette weiter meinen, an dieser 1339, dann müsste er hier erstmal den Block 1340 und 1341 überholen, damit er jetzt hier 1342 erstellen kann. Das heißt, er müsste die Arbeit von 30 Minuten innerhalb von, 10 Minuten schaffen. Das ist relativ schwer und deswegen nimmt man eigentlich an, dass solche, also zumindest 6 Blöcke lang oder nach 6 Blöcken, dass dann das Ergebnis auch wirklich feststeht und man nicht mehr weiter warten muss. Aber davor kann es durchaus noch passieren, dass eine Transaktion, die eigentlich auf der Blockchain war, dass die dann wieder verschwindet, sozusagen. Weil es gab vielleicht mal 2 Chains, also 2 Ketten, und die eine wurde halt einfach aufgegeben, weil die andere länger wurde. Okay, das heißt, immer vorsichtig sein, wenn eine Transaktion auf der Blockchain ist, dann müsst ihr trotzdem noch abwarten und nicht alles ist zu 100% gegeben. Klar, man kann jetzt hier, wenn man extrem viel Rechenpower reinsteckt, auch einfach wieder hier ab Block 1337 eine dritte Kette aufmachen und dann die weiter meinen. Das geht schon, aber man braucht so viel Hashing-Power, dass es eigentlich nicht möglich ist. Also heutzutage auf der Blockchain ist es definitiv nicht mehr möglich, sowas zu machen. Okay, und das war's von meiner Seite. Wir hören uns nächstes Mal. Ihr habt schon einen kurzen Teil von der Folie gesehen. Aber ich glaube, das ist nicht allzu schlimm. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.